damit herzlich willkommen zum Maskenball mit Mongo vom Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's super, weil mir geht's oh wee, oh wah, und ich habe viel zu tun und viel zu tun und ihr seid aber immer mit dabei bei meinem sogenannten Tun. Ja, Grüße gehen raus an euch und deswegen jetzt hier wieder von Batzdi und die Chanti ein fantastischer Clip. Es gibt Streit. Wer hat das ahnen können, junge Leute, ne? Aber hier in die Video geht's noch ein bisschen mehr als nur Streit. Hier gibt's Scheiße, ne? Scheiße. So. Oben steht, damit fing der ganze Stress an. Das Video ist von Kanal Trollkommando Uwe 2.0, der auch schon in meine Kommentare geschrieben hat, Grüße gehen raus und vielen Dank für deine, ja, Arbeit, ne? Das ist ja wirklich, also die zwei da zu verfolgen über diese Stunden und dann noch da so schöne Best-Ofs zu schneiden, ne, so Best-Ofs, das ist schon, ne, es ist schon anstrengend, vor allem ist es nervig, so. Das Video hier ist die Seemanns Staffel 3, Folge 4, und da hatten wir uns schon angeguckt bei Anruf Rainer Unruh. Und das Ding an die Stelle hier ist, das sagen wir mal, also ich hatte ja die doppelte Videoserie, auch auf diesem Kanal, in die Playlist, die heißt bei Anruf Unruh. Ne? Und ja, Leute, ich weiß, dass der reine Unruh heißt. Oder dies, das. Ne? Aber genauso heißt ja auch von Leon Elektronik der Tom Elektronik und nicht Uwe Elektronik. So heißt auch der Rainer Unruhe bei mir Rainer Unruhe. Wo ist da das so falsch zu verstehen? Ne? Wer ist jetzt blöd an die Stelle? Ne? Das ist sowas. So. Gut. Kommen wir jetzt hier zu die Seelmanns von Trollkommando Uwe 2.0. So. Die Chanti hat nach langem Bitten und Betteln der Fans das Klo präsentiert. Ach du Scheiße, denkt ihr euch? Genau. So, die hat das Klo präsentiert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es darum, dass sie beweisen soll, dass sie ihr Dextros Klo runterspült. Und damit geht ein Streit los, der seinesgleichen sucht. Ich glaube, in die Video gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Dementsprechend lasst jetzt schon mal ein Like und einen Kommentar da. Und dann könnt ihr das Video in der zweite Tab machen und irgendwas zocken. Ne? Aber dann den Spielsound leise, sonst versteht ihr das ja all gar nicht. Ne? Also, das war wieder mal Mongo-mediale Lebensschule von Mongo. Ne? Okay, wir starten mal rein in die Video. Oh, herrlich, oder? Hä? Ist es nicht was? Thema Dextro erledigt. Ja, es zuckt ein bisschen, aber Moment, ich mach ein bisschen runter. Chanti hat ihre Dextro-Vorräte in das Klo runtergespült. Na? Machen wir das hier oben mal ein bisschen weniger. Machen wir das hier unten mal ein bisschen mehr. Dann seht ihr auch mehr. Ne? Ja, bei Mongo, da wird mehr gesehen, als man sehen will. Ne? Man hat gar nichts gesehen. Wo ist denn das Dextro? Man hat gar nichts gesehen. Ich glaube, die hat es schnell ausgetauscht. So wie Indiana Jones, ne? Im Tempel von dem Tod, ne? Wo der da den goldenen Götzen da gegen Sack Sand ausgetauscht hat. So hat die das jetzt auch gemacht, damit wir das nicht mitkriegen. Ne? Und der Stein, der sie gleich verfolgt, das wird ja dann der Batzi sein. Große Kuh. Das? So. Was? Genau, das war's. Also, zwei Dinge waren. Erstens, wir haben gesehen, was da für Zustände herrschen. Und zweitens, das wird dem Batzdi nicht gefallen, dass sie das gezeigt hat. Guckt euch das mal an. Hä? Guckt euch das... Ja. So. Das ist jetzt, glaube ich, Scream von Batzdi. Jetzt ist es so, es wurde gesagt... Aufgrund dieses Leaks. Junge, putzt euer scheiß Bad. Das sieht ja aus, ne? Wie bei die Hempels, ne? Und wer putzt das Bad? Naja, wer wohl, ne? Also,
Die Chanti, die da rechts in ihrem Badebikini da an dem Schlammloch steht, die ist sicher nett. Die nett. Ne? Die ist sicher nett. Machen wir ein bisschen größer hier, ne? So, machen wir ein Batzi ein bisschen größer. Wünsche mir gut, wenn der Batzi ein bisschen größer ist. Seht ihr eigentlich diese? Das seht ihr gar nicht. Das ist immer ein bisschen. Es ist schwierig, weil diese scheiß Handy-Qualität, guckt euch mal an hier, den Schmand. Hier, dieser Schmand, der sich hier absetzt. Junge, Junge, das sieht ja aus wie bei Mongo unterm Sofa. Ne? Das sieht ja aus wie bei mir daheim. Ne? Und hier oben, ne? Das hier, das sind die Farbflaschen von Leon Elektronik. Die gehören eigentlich an den Altar von der Rebecca Wing, da wo der Computer steht. Aber hier, die zwei wissen es halt nicht besser. Ne? Die können das halt nicht besser. So, machen wir weiter hier. Basti auf jeden Fall stinksauer, dass er jetzt putzen muss. Sie liegt das dreckige Bad und der Basti muss putzen, ne? Guckt euch den mal an. Wisst ihr, woran mich der Basti erinnert? Leute, es ist ja so, ne? Mongo-Videos, da geht es ja nur zu 40% um das Video an sich, sondern da geht es ja hauptsächlich auch um die Show, wo ich mache. Das verstehen einige in die Kommentare nicht, aber ist egal. Kennt ihr noch von Diablo 2, wenn man da im ersten Level Abschnitt da so ein bisschen da auf diese Burg kommt, das sind diese großen Schildkröten mit dem Hammer. Ne? Wenn die so auf einen zulaufen, das ist wie wenn der Basti läuft. Das ist der Wahnsinn. FromSoft sucht in Deutschland in solche Streams Ideen für ihre Monster. Das ist ja auch ein Fakt, das nicht viele wissen. Das wissen nicht viele. Ja, geht da nicht einfach. Ja. Das waren die ersten Worte von Basti. Kein Wort verstanden. Ja, richtig. Jeden ganz Arsch. Mordmaschine. Ne? Er redet jetzt ein bisschen leiser, weil er hetzt jetzt gleich über die Schande. Ne? Warum streamt ihr das überhaupt? Ah. Das will ich gar nicht sagen, weil ich bin. Habt ihr, ich hoffe, ihr hört das alle. Ich höre das ja hier mit einem Headset. Und dementsprechend höre ich das. Wenn ihr das nur am Computer hört, dann könnt ihr das ein oder andere nicht so hundertprozentig genießen, weil die Tonqualität ist halt einfach scheiße bei den Masken oft. Sie hat gefragt, wie weit er ist, ne? So nach dem Motto, ja, mach mal hin, ne? Ich will auch mal scheißen jetzt. Also wieder so die tue ich wenigstens was. Ja, er tut wieder was. Sie Und hat ja du auch was hast die gemacht. Fresse, Shadow. Sie hat ja auch was gemacht. Schon wieder jemand im Hintergrund, der die aufhält. Also, Sehr ich gut. möchte gerne Internet-Assis, Alter. Nee, das sind schon volle Internet-Assis. Das Ja, sind schon Leute, möchte gerne. ist ja ernst. Sie hat mich gerade gefragt, wie weit ich bin. Ja. Aha, oh, neue Lass mich Ansicht. in Ruhe! Nein! Weißt du, halt einfach die Fresse, bleib da, wo du bist! In der fetten Arsch, perfekten Couch! Da, wo du hingehörst! Ich weiß nicht, was du hältst, aber sie Ach, nervt ihn wieder. übrigens, deine Talentlosen und alles, die gucken alle zu und sehen, wie ich das hier mache, wegen du auf deinem faulen Arsch sitzt. Halt die Fresse, Shadow, du hast hier gar nicht zu melden. Du kleines verdammtes Arschloch. Meine Entschuldigung. Frage: Wann habt ihr sie das letzte Mal irgendwas machen sehen? Ne, er hetzt jetzt über Chandi, ne? Das kann sie natürlich nicht durchgehen lassen. Aber wieder die gleiche Konstellation. Chanti hat irgendwas gemacht, Basti muss die Scheiße auslöffeln, wird dafür wieder mal ja, gehänselt, ja? Er muss es jetzt auch noch sauber machen und im Hintergrund ist noch ein User namens Shadow, der wohl jetzt mit der Chanti telefoniert, der die Chanti damit bestärkt, dass sie auch noch recht hat damit. Also, was sollen wir machen, ne? Es ist wieder wie immer und die zwei raffen wieder mal nix. Fantastisch. Ja, seht ihr. Die ganze Zeit am Herzen. Fresse, ja. Weil ihr nichts macht. Ne? Und jetzt passt auf, es ist. Ja.
Ich meine, ihr rafft das sowieso, aber ich will es trotzdem nochmal erklären. Er redet jetzt extra leise und sagt, sie macht nichts, wann habt ihr sie das letzte Mal was machen sehen? Sie ist faul. So, ne? Das nenne ich ja in meine Welt, in meine kleine Welt, nenne ich das ja schon hetzen. So, das würde sie aber jetzt niemals mitkriegen. Deswegen muss jetzt der Shadow oder wer auch immer da noch im Hintergrund ist, die tragen das natürlich jetzt an die Shanti weiter, damit das jetzt hier ein wenig das Köcheln anfängt. Richtig. Oh, Na, Entschuldigung. das kann sich ja Alkoholfreie Pilzwein, ja. Alkoholfreie Pilz. Nee, ich grüße niemanden gerade. Ich kann trotzdem werden. Meine Nachfrau, die so Schäden kriegt. Und sie sind die droht und droht und droht. Das kann ja nicht. Ach, das ist es schön, oder? Tut so Was? schön. Wir sollten aufhören, mich schlecht zu Ich machen. mache doch gar nichts! Siehst du, ja, jetzt direkt die Lüge. Also es ist natürlich eine Lüge, ne? Natürlich hat er sie schlecht gemacht, ja? Aber direkt wieder das Weitertragen. Und man hört auch im Hintergrund den Sprechen, ne? Der es jetzt natürlich reinträgt. Der trägt den Streit jetzt rein in dieses Gespräch. Halt die Fresse, du Arsch! Geh mal ins Bett, wo du hingehörst, du kleine Scheißkind! Weißt du was? Dich, du verdammter kleines Arschbrotleiner! Ja, und alle anderen fragen mich gerade, warum ich es mache und sie mich mal den Arsch bewegt. Ja, klar, ich hab's gemacht. Du weißt ja nicht, was gemacht hast. Genau, Scheiße. Also, halt deine Fresse. Verdammt, doch nicht deine Mama. Ich glaube, der tut meine Hose. Ich krieg immer auch nach. Weißt du was? Halt deine verdammte Fresse. Halt mal, du fettes Rindvieh. Ich sehe nur eins, dass du die ganze Zeit noch auf der Couch liegst. Ne? Also wir merken schon, Temperatur wieder gut. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, dieses Video bei Anruf Unruhe, ne? Unruhe, ne? Reiner Unruhe, ne? Da war ja schon Streit ohne Ende. Das war ein Tag vorher. Oder so, ne? Also jedenfalls laut diesem Video hier war das irgendwie ein Tag vorher. Das heißt, jeden Tag geht das bei denen so. Ne? Also das kann doch nicht gesund sein, mein Herrn. Es kann doch nicht gesund sein. Bla 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 im Hintergrund. Nein, ich grüße niemanden. Und man hört halt. Ja, und ganz ehrlich, du mit deiner Scheißkuhlerei. Du merkst ja, dass du dich gerade strafbar machst, du Rindvieh. Das Ja, ist ich doch eine kann mir reine das doch nicht Unruhe, ne? sein. Ist das nicht eine reine Unruhe? Der hört sich doch so ein bisschen norddeutsch an. Das könnte sein, dass es der ist. Oder das sind alles so, sind so ein Kumpels, ne? So Kumpels, der Shadow. Kumpels. Halt die Schnauze! Doch, du faule Sau! Ja und? Ich bin dick, du bist hässlich, ich habe mir was kannst du? Ich kann nicht mehr ruhig bleiben, Leute. Nicht bei so einer. Nee, ich hau sie nicht. Die wollen das. Das würde ich jetzt nicht. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut, dass sie da versuchen, die jetzt noch weiterzubringen, dass er die halt mal eine klatscht und so. Naja. Menschen wollen halt immer die Eskalation. Finde ich aber nicht so gut. Ich finde das hier, das ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist schon Komm, dann Psychoterror, zu mir in die den Nacht. die sich selbst antun. Weiß gar nicht, was er die ganze Zeit da macht. Also mir egal sein.
Ne? Müsste man sich schon eigentlich mal so angucken, was er die ganze Zeit da macht. Der putzt ja gar nicht. Der wickelt die ganze Zeit irgendwelche Putzlumpen auf, geht mit der, dann wischt er zweimal mit dem Wischer, dann steht er da, guckt in die Kamera, dann wickelt er wieder irgendwelche Putzlumpen auf. Also, egal was der macht, das dauert einfach ewig. Bin nur ich. Bin nur Der ich. Hin und her wackeln. Halt die Ja? Schnauze. Natürlich ist es natürlich geschnitten, das ist natürlich klar, aber auch das, was man sieht, ist sehr, sehr, ja, gut, ne? Sie kann ich nicht nach Hause. Da, sauber. Ne? Blitzblank. Eigentlich, dass ihr tut, wenn soll. Und wieder wird gehetzt. Das ist interessant. Ähnlich ist es ja auch beim sogenannten Rainer Winkler, ne? Dieses, er macht was, er hetzt jetzt auch, dann wird er darauf angesprochen. Du hetzt beim Rainer Winkler irgendwas anderes. Erste Reaktion, abstreiten. Hatte Basti schon gemacht, in Form von, nee, ich hätt's gar nicht. Rainer Winkler auch in Form von, nee, das hab ich so gar nicht gesagt, bla 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 bla, und das hab ich gar nicht gemacht, nee, 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 nee. Und da wird groß rumlamentiert. Das ist die erste Phase. So, wenn jetzt das aber anhält, ne, und diese Argumentation, nee, das habe ich nicht gemacht, diese Lüge nicht eintrifft, also nicht zutrifft oder nicht hilft, dann kommt die Phase 2 und das ist dann die. Ja, natürlich habe ich es gemacht, aber warum? Weil du. Ne? Beim Rainer war es immer, weil Hater, weil er hat ja sonst niemanden. Beim Basti wird es sein, naja, weil hier die Leute im Hintergrund dich immer aufhetzen und so weiter. Deswegen habe ich das gesagt. Ja? Und es stimmt ja auch, es stimmt ja auch, deswegen habe ich das gesagt. Aber vorher halt erstmal leugnen. Und diesen Ablauf, den haben wir halt hier par excellence. Das Ne? kann nicht sein. Ja, geht natürlich da fetten Schlag wenigstens mal. Ich bin hinterlistig. Du bist hinterfort, dass du einen deiner schlimmsten Räume zeigst. In deinem Dreckslife. Weißt du was? Du musst gerade reden, du verdammtes kleines Muttersöhnchen. Geh du lieber zu Mama und deinen Rock, wo du hingehörst. Nein, es reicht mir. Du bist doch behindert und stehst nicht verdammt in deinem Mama noch bei. Weil du bist damit genauso ein Alter, nicht so mit Drecksau wie hier. Weißt du was, gefällt dir? Ja, du bist eine Pennerin, Alter. Ja, wenn ich sie nach dir putzen muss, weiß ich, ob ich mit dem Termin auch schaffe. Und warum muss ich putzen? Weil du und die Größten in deinem Mob überhaupt wollen, dass ich mich jetzt hier hinstelle. Stinksauer, dass er jetzt putzen muss. Und warum? Weil du vorne so nicht auf die Reihe kriegst. Und Leute, oh Leute, jetzt, ne? Er steht natürlich jetzt schon davor. Er ist ein menschlicher Vorhang, ne? Und er ist jetzt in der Küche, wie wir sehen, ne? Und jetzt. Ach. Also, halt die Fresse! Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Ne? Guck mal hier. Was sehen wir denn da? Können wir mal so ein bisschen gucken, ne? Also, wir haben hier einen Eierkarton. Dann haben wir hier, was ist das? Ist das mit irgendeine Schüssel mit Schalen, eine transparente? Dann hier, das ist ja offensichtlich so Butter, ne, so Margarine. Was ist denn das hier hinten? Ist das eine Popcornmaschine oder so ein Schnellkochtopf? Hier ist eine Flasche Bier. Ist das eine Flasche Bier oder sowas? Könnte sein, ne? So Flasche Bier. Man weiß es nicht, ne? Und verschiedene andere. Also Leute, ne, hier ist natürlich wieder eine Warenvielfalt geboten, eine Erlebniswelt, ja, für die Freunde von Kanal Mongomedia. Apropos. Freunde von Kanal Mongo Medial, ich wurde immer mal wieder gefragt in die Kommentare, wegen die Songs,
Also die Mongo-Songs, ne, der Rap und die Musik, die Rockmusik und die Schlager und so von Kanal Mongo Medial, so über unseren Kanal hier, die findet ihr in der Playlist der Musik. Ne? Das sind auch so ein paar Sachen, wo ich mal was gesungen habe. Das ist aber alles nichts, wo ich jetzt wo ich jetzt Geld für kriegen würde. Da habe ich einfach nur ein bisschen Spaß gemacht, ne? Ein bisschen Ja. Was bist du? Keine Wohnung. Ich muss mich gerade mutzen. Dann wird die Dicke wieder was geschissen. Ja, sehr gut gemacht, oder? Oh, scheiße, ich liege fest, Alter. Ja, so, das können wir jetzt nicht machen. Und machen tust du seit 6 Wochen nicht mehr. Wie die sich so in so einen Rausch rein haten, ne? Wie die dann immer so sagt, ja, ich hasse dich wie die Pest, ich hasse dich, ich hasse dich und ey, du bist so faul und die ganze Zeit immer nur drauf, 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 ne? Also das wird irgendwann auch, ich glaube, das wird irgendwann in Handgreiflichkeiten enden. Also die werden bis ans Maximum getrieben, wenn die so weitermachen. Mindestens. Ja, so eine Scheiße. Habe ich dich das überholt? Nein. Ich auch nicht. Ach, Andi, ne? Ich dachte, dass ich mal nehme, wie er gut ist. Der LKW-Fahrer. Mach mich das in die Hand, blöde Ziege. Alter, was, Hello? Geh ins Bett, du kleine Scheiße-Kind. Hey! Nee, also die sollen die Fresse halten. Wie sollen die sehen? Komm mal wieder runter von deinem Hohen Ross. Wie darf es krank sein, einen der intimsten Räume im Internet zu zeigen? Also die Küche geht. Ne? Badezimmer geht nicht, die Küche geht, aber ich muss sagen an der Stelle, die hier, die geht ja auch, die Küche. Die ist ja noch einigermaßen, die ist ja ordentlich, ne? Die ist ja ordentlich. Aber Leute, ich will mich da gar nicht, oder wir wollen uns da gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Ich sehe, ich will nicht wissen, wie es bei uns aussieht. Ne? Bei euch und bei mir. Ne? Bei mir will ich sowieso nicht wissen. Deswegen trinke ich immer den alkoholfreien Pilz, dann sehe ich nicht mehr so viel von drin. Ne? Und dann noch rum, 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 dass ich es war. Weißt du was? Weißt du was? Tür zu. Ich weiß, was der ist, was das nass. Mann, 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 Mann. Immer diese. Danke fürs Siemens, Leute. Leute, spendet denen doch nichts. Also wirklich, ich finde es so furchtbar, dass sie denen auch noch was spenden dafür. Das ist keine, noch nicht mal gute Unterhaltung. Ich versuche wenigstens gerade ein bisschen anzuschaffen, das ist zu ihr. Aber stimmt, die Unruhband hat dir nur was zu sagen. Ich verstehe man ja nicht mehr. Ich verstehe kein Wort. Stress. Du und Stress, oder? Stress habe ich verstanden. Noch mal ein Kapsel. Mann, 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 ganz ehrlich. Was macht denn jetzt? Kaffee oder was? Fliege am Start. Ich muss mich hier reinstehen. Nee, ich will jetzt nichts kochen. Bestimmt nur um diese Uhrzeit. Wo ich was gelassen habe, willst du wissen? Jetzt ist irgendwas weg und ich bin wieder schuld. Ja, nee. Also den ganzen Scheiß in den Müll, ey. Geht gar nicht mehr. Da kommt Essen, was ich mir aufgegessen hat. Aber zu mir sagen, ich lasse alles stehen und liegen. Das ist der Wahnsinn, oder? Also. Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, im Normalfall. Im Normalfall muss sie auch was helfen. Also man sieht sie halt wirklich nie irgendwas aufräumen. Ne? Aber sie nicht. Ich gucke an. Einfach Müll auf den Teller gepackt. Direkt zu backen gleich. Und dann geht gleich mal klar. Ja, holla die Waldfee. Was holla die Waldfee? Ich denke, ist scheißegal. Im Moment habe ich ganz andere Probleme. Die Decke ist das kleinste Übel. Ja, das stimmt wirklich. Ich zeige euch die Decke. Die Decke ist das kleinste Problem in der Bude. Ne, so. Guckt euch das an. Ne? Ja. Gut. Also,
Und witzigerweise, guckt euch die versiffte Decke an, alles, ne? Und das ist wirklich das kleinste Problem. Ich sag mal so, diese beiden, ne? Basti und Chandi, sind ja gesundheitlich und geistig nicht so auf der Höhe. Die hätten genug damit zu tun, einfach ein ganz normales Leben zu führen, ne? Ein ordentliches, normales Leben, so. Kann auch ein bisschen unordentlich sein. Ist ja bei mir auch unordentlich. Wird bei jedem auch ein bisschen unordentlich sein. Aber die hätten damit eigentlich genug zu tun. Mit einem ganz normal, den Alltag ganz normal zu bewältigen. Warum laden die sich diese Internetscheiße auf? Warum? Weil sie denken, damit können sie gutes Geld verdienen. Sie verdienen ja sogar Geld damit. Ne? Weil sie sich zum Affen machen. Gut. Irgendjemand hat in die Kommentare mal geschrieben, sie lassen sich ihren sozialen Abstieg monetarisieren oder irgendwie so. Und jo, das ist halt so, ne? So ist das Leben heute. Hauptsache die Leute gucken, dann kommt schon Geld. Ne? So ist das heute. So, wir sehen uns im nächsten Video wieder von euren Mongo von Kanal Mongo Medial. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und let go, sagt euren originaler Mongo, ne? Und so weiter. Ciao.